Achso, von wo? Von hier und dann hier so ungefähr, oder? Auf jeden Fall gibt es ja den besten Dienstwagen der Welt. Wo kann ich anknüpfen? Soll ich das nochmal machen? Aber dafür bin ich wie die Wand bretthart. Ich soll lügen. Hier ist es total schön. Gut so? Hallo an alle Helden da draußen oder hallo Werkzeugfans. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Sandra. Und wir wollen 3+1 von euch, also eigentlich 4 von euch, eine Freude machen oder vielleicht 4 von euch die Chance geben, mit uns zusammenzuarbeiten. Genau, und das ist jetzt genau eure Chance, denn wir suchen 3 Leute. Dich vielleicht. Für uns Freaks hier. Und wir suchen tatsächlich auch einen Menschen, der gerne bei GoTools arbeiten möchte. Genau, denn unser Team wächst und gedeiht, unsere Werkstatt hier wächst und gedeiht, aber auch unsere Aufgaben wachsen und gedeihen leider. Und wir brauchen unbedingt Unterstützung. Und es ist so, dass wir jetzt kurz vor Jahresende nochmal jetzt hier einen raushauen wollen und wollen wirklich 1, 2, 3+1 Mitarbeiter jetzt so schnell wie möglich hier an Bord holen. Und vielleicht wird es ja sogar ein Weihnachtsgeschenk. Genau, wer weiß. Also seid schnell, bewerbt euch und dann geht's los. Übrigens, für die, die ganz schnell sind, ja, ganz schnell sein wollen, hier unter dieser Adresse, hier, kannst du dich melden. Und auch unten in der Videobeschreibung steht nochmal der Link. Alles auf heldenderwerkstatt.de zu finden. Okay, jetzt aber erstmal, welche 3 Positionen suchen wir denn eigentlich? Einen Videografen. Genau, wir suchen einen Videografen. Das heißt, jemand, der anstatt diesem doofen Stativ hier jetzt hier die Kamera hält und mit uns das Ganze hier aufnimmt. Also wir suchen jemanden, der die Kamera führt, Nummer 1, da richtig hart Lust drauf hat. Und Nummer 2, der auch unsere Videos schneidet. Der sich also unser Gesabbel mindestens 2-mal angucken muss. Mindestens 2-mal. Also wir suchen wirklich jemanden, der für Bild, Ton, Licht da ist und all das hier bestimmt. Der wirklich auch sagt, ja, ich hätte gern da hinten noch eine Lampe. Eine Latüchte. Nein. Und der aber auf jeden Fall das beides hier mit uns zusammen macht. Solltest du nur in eines von beidem Erfahrung haben, ja, melde dich gerne trotzdem, wenn du zum Beispiel bis jetzt nur Videos geschnitten hast. Vielleicht passt das ja trotzdem zusammen und wir können dir den Rest einfach noch beibringen. Ja, das ist Nummer 1. Das suchen wir auf jeden Fall. Also melde dich, wenn du in diesem Bereich Erfahrung hast. So, Nummer 2. Nummer 2 ist der Möglichmacher. Möglichmacher. Der Möglichmacher sollte jemand sein, der den umgefallenen Sack Reis in China finden kann. Oder das ist der, der einfach gerne Listen abarbeitet oder der uns sagt, wann wir wo zu stehen haben. Genau. Klingt das gut für dich? Dann melde dich auf jeden Fall. Melde dich auf jeden Fall, genau. Sowas wie Listen abarbeiten, Dinge organisieren. Ich mache mal ein Beispiel. Vielleicht sollen wir mal ein Beispiel machen. Ja, wahrscheinlich. Es kommt teilweise vor, das ist Montagmorgen, 8 Uhr. Ich komme ins Büro und sage, hallo, lieber Möglichmacher, ich brauche einen Panzer. Ja. Und ist nicht die Frage, warum, sondern nur bis wann. Genau. Genau, und der Möglichmacher besorgt uns dann halt einen Panzer. Den nehme ich. Ich hätte gern Panzer. Genau, oder weiß ich nicht, wir suchen ein Aquarium oder eine Rennschnecke. Was auch immer wir halt gerade so brauchen, ist natürlich Spaß. Aber es kommt vor, dass wir sehr, sehr viel organisieren müssen. Für den nächsten Livestream müssen wir Dinge organisieren, für die ganzen Bauvorhaben und so weiter und so fort. Und da soll uns der Möglichmacher einfach helfen. Genau. Es ist wichtig, es ist nicht irgendwie Support-Kram oder so, sondern es ist wirklich jemand, der uns hilft, alles hier im Hintergrund zu managen und alles im Hintergrund hier zu organisieren. Wenn du also perfekter Organisatorinnenmöglichmacher bist, dann melden. Genau. Und die dritte Position? Die dritte Position ist eigentlich das, worauf ihr alle gewartet habt, nämlich der Joker, der Maker. Wir suchen einen Maker, schräger Makerin. Was muss der eigentlich machen? Der baut einfach verrückten Scheiß. Ja. Genau. Denn es ist einfach so, wir suchen jemanden, der einfach nur die ganze Zeit im Kopf hat, was ist das nächste Projekt, was ist das Verrückte, was man machen kann, was ist und einfach hier bei uns Dinge baut. Genau, idealerweise hast du auch selbst richtig coole Ideen, die so in deinem Kopf rumwabern, dass du dir einfach nur noch sagst, wo kann ich das machen, wo kann ich das rauslassen? Hier bei uns im Studio kannst du das rauslassen. Wir suchen wirklich jemanden, der so wie wir beide total verrückt ist und mit uns die Projekte,
so wie du verrückt bist und die Projekte entsprechend umsetzt. Ja? Und wir hatten letztens mal so im Team das Gespräch, Mensch, was wollen wir also machen und so. Und dann kam so die Idee, was wäre denn, wenn wir einen Hochsitz mitten im Studio bauen, was LED beleuchtet ist und einen Fahrstuhl hat? Ja. Na, das bauen wir doch. Ja? Das bauen wir doch. Und wir haben aber immer ein bisschen wenig Zeit und wir brauchen mehr Leute, die mit uns zusammen Dinge umsetzen. Ja? Und wenn du jemand bist, der das wirklich im Blut hat und der einfach nur noch einen Ort sucht, wo er das umsetzen kann, dann bist du hier genau richtig. Und das Verrückte ist, wir bezahlen dafür sogar noch Geld. Und wisst ihr was? Weil ich so bekloppt bin, kriege ich auf jeden Fall noch eine Schaukel im Gebäude und die darfst du dann auch benutzen. Wenn du sie gebaut hast. Ja. Ja, also du siehst, wir suchen wirklich reichlich und sehr interessante Positionen. Zur vierten Position kommen wir gleich noch. Ich bin schon dran? Okay, aber was sollte ich noch mal? Na ja, hier ist es total schön. Gut so. Aber jetzt mal ohne Spaß oder vielmehr mit Spaß. Ich habe mich noch mal kurz reingemogelt. Alle anderen sind schon in den Weihnachtsferien oder im Weihnachtsurlaub. Ich muss noch ein bisschen nacharbeiten, aber das ist kein Problem, denn es macht total Laune. Jetzt habe ich endlich Ruhe, kann für mich selber ein bisschen bauen, kann vielleicht für euch auch noch mal was bauen. Wenn du hart Bock drauf hast, YouTube neu zu erfinden, dann komm zu uns ins Team, denn wir haben jede Menge Spaß und würden uns über Unterstützung und noch zusätzliche Leute sehr freuen. Also wir suchen Nummer 1, den Videografen und Cutter. Ja? Und wir haben hier wirklich die schönste Technik, haben wunderschöne Lampen, wunderschöne Kameras. Wir haben immer noch vor, auch jede Menge aufzurüsten. Da wärst du derjenige, der das mit uns macht. Dann haben wir den Möglichmacher. Du vielleicht nochmal? Der Dinge möglich macht. Punkt. Ja? Ziemlich einfach. Genau. Der auf jeden Fall echt, wo man sagen kann, bei Möglichmacher, kein Tag ist wie der andere. Ganz genau. Ja? Und dann haben wir noch den Maker, der hier einfach mal genau das machen kann, was er wahrscheinlich sein Lebenstraum ist, den ganzen Tag nur Dinge bauen, nur sich komplett alles aus seinem Gehirn rauslassen, die morgens die CNC anschmeißen, danach zum 3D-Drucker gehen, dann noch die Handkreissäge in die Hand und dann vielleicht 3 Projekte gleichzeitig machen. Ja? Genau, und der Videograf läuft immer hinterher. Genau, der Videograf läuft immer hinterher, der Möglichmacher besorgt alles, was man dazu braucht. Also das ist eigentlich ein Traum, oder? Also für mich schon. Also wir freuen uns drauf, wenn ihr euch meldet, nochmal unter der Adresse hier. Dann noch ein Zusatz plus 1, denn ihr wisst ja, je nachdem, wo ihr das Video seht, dass wir auch für Gotus Videos drehen. Gotus ist auf uns zugekommen und hat gesagt, wir brauchen auch noch jemanden. Und zwar jemanden im Lager. Genau, denn im Werkzeugwunderland Gotus, in diesem gigantischen Lager, ist, glaube ich, jemand einfach verloren gegangen. Auch für Gotus einfach bei Helden der Werkstatt vorbeikommen, da findest du den passenden Link, wo du dich auch dort bewerben kannst. Wichtig ist aber, Gotus ist nicht bei uns hier vor Ort, sondern es ist in Bad Aibling. Ich freue mich über eure Bewerbung, ich hoffe, eure zahlreichen Bewerbungen. Ich freue mich auch auf die Menschen, die herkommen. Genau, ich freue mich schon auf die entsprechenden Gespräche, das ganze Team. Übrigens, alle anderen haben schon Weihnachtsurlaub. Ja, wir sind hier ganz alleine. Genau, und nur wir sind noch da, aber auch alle anderen, Maria, die ihr noch nicht kennt, zum Beispiel Toni, Daniel und so weiter, alle freuen sich schon auf die neuen Kollegen, auf die Gespräche mit euch. Und jetzt sagen wir erstmal, anstatt wer der Held deiner Werkstatt und anstatt ran ans Werkzeug bis zum nächsten Mal, wir sagen ran an die Tasten, ran an die Bewerbung schreiben und wir würden uns übrigens über sehr viele Videobewerbungen freuen. Oh, das wäre schön, ja. Ja. Insofern, wir sehen uns und bis dann. Tschüss.